Je weiter wir vom Sturmschild weg sind, desto schlechter wird die Sicht. Aber ich habe auch schon eine Lösung. Jetzt tun wir mal was für klare Sicht. Du hast 20 Minuten Zeit, um 3 Türme zu bauen. Du kannst 3 beliebige Türme bauen. Ich habe den Standort der Türme auf deiner Karte markiert. Du sammelst besser Ressourcen, bevor du mit dem Bau beginnst. Na bitte! Hallo, Frau Ray! Kannst du Kevin ans Telefon holen? Kyle, du bist doch nicht in Kevin verliebt. Du verstehst meine Gefühlswelt nicht. Ich weiß, dass du ihn nicht liebst, weil er unliebbar ist. Nimm das zurück! Also aus Mensch-Bot-Perspektive, nicht generell. Er gibt mir recht, sagt, dass Liebe nur eine Illusion ist und dass wir alle einsam sterben werden. Vor allem die Tiere des Waldes, die reihenweise an den zusammengeschrumpelten Teddybär-Ballons vom letzten Jahr ersticken? Ja. Bitte was? Wir müssen diese Ballons finden! Gut gesehen, Kommandant! Du hilfst uns beim Wegräumen der Ballons? Was soll ich sagen? Ich liebe Tiere. Die sind voll lecker. Soll das eine Imitation von mir sein? Ja, eine echt gute. Sie ist nicht schlecht. Hey, ich wollte mal fragen, was das mit dem Doppelsprung soll. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Du sagst das andauernd. Bitte? Stalkst du mich etwa? Nein, und wenn dir so viel an Privatsphäre liegt, dann ruf doch nicht einfach alles, was du tust, in die Welt hinaus. Auf geht's! Du weißt, was du zu tun hast. Ein Turm ist fertig. Das wären 2. Ja, ich hab's voll drauf mit Schwertern. Jetzt hast du's mir aber gegeben. Danke. Das war Sarkasmus. Nein, ich verstehe schon. War ja offensichtlich. Du gehst mir auf den Zeiger, Jones. Tut mir leid. Guter Fund, Kommandant. Ernsthaft, Jones, du schleichst mir nach. Was soll die Schleicherei?
Ich suche nur nach Ballons. Verteilt euch, Leute. Es sind genug Ballons für alle da. Warte mal. Wie viele hast du davon losgeschickt? Die Zahl laut auszusprechen wäre mir jetzt irgendwie unangenehm. Sagen wir einfach alle. Zu meiner Verteidigung, ich war mir ziemlich sicher, dass wir inzwischen alle bereits tot sein würden. Jones, ich habe noch eine für dich gefunden. Mein Gott, du bist der Wahnsinn. Was ist hier los? Wir retten Schildkröten. Du bist so süß, wenn du Schildkröten rettest. Ist es sexy, wenn ich den Schildkröten eine sichere Umgebung biete, in der sie keine Ballons verschlucken können? Du machst mich ganz verrückt. Das ist ziemlich schräg, Kommandant. Gerade sind sie sich noch an die Kehle gegangen und jetzt... Das? Ich werde wohl nochmal die Satellitenbilder durchgehen müssen. Irgendwas stimmt hier nicht. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Hüllen dürfen die Drohne nicht zerstören. Begib dich zur Absturzstelle. Drei Türme. Gut gemacht. Du hast noch Zeit zum Bauen. Dein Ernst? Ich kann nicht. Dieser Teddybär-Ballon war sicher mal ganz stattlich, so wie mein Schnuckelchen. Wir müssen herausfinden, was mit den beiden passiert ist. Frag sie, wie sie sich kennengelernt haben. Pärchen lieben es, diese todlangweiligen Geschichten zu erzählen. Selbst wenn es nur, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt, ist. Oh, du hast recht.
Oh, Zeit! Gottes Melodic Speed Metal! Gib mir Geduld, denn ich werde, wie so viele unvernünftige Gäste vor mir, ein Pärchen nach ihrer Kennenlerngeschichte fragen. Toll! Umzingelt. Habt ihr beide euch kennengelernt? Okay, es war ein Dienstag. Es war Mittwoch. Süße, es war Dienstag. Ich weiß, dass es Dienstag war, weil wir da auf einer Mission in Plank Harbor waren. Mir wurde in den Arm geschossen. Weißt du noch? Das war am Mittwoch, aber wenn du es falsch erzählen willst, nur zu. Willst du es vielleicht erzählen, oder? Nein, nein, mach nur weiter. Werde ich mir nachher deswegen was anhören müssen? Nein, los, erzähl weiter. Offensichtlich willst du es erzählen. Komm, erzähl! Entschuldigung wegen vorhin, es war einfach so aufregend für mich, all die Einzelheiten eures Kennenlernens zu erfahren. Ich saß hier auf der anderen Seite des Schlachtfelds stehen und dachte, boah, ist die Kacke. Und als ich ihn sah, dachte ich, ist das etwa ein menschgewordenes All-You-Can-Eat-Buffet? Dann haben Lobber dieses Zeug mit rosa Nebel nach uns geworfen. Zeug mit rosa Nebel? Und im nächsten Moment waren wir verlobt. Erzähl ihr, wie du den Ring ausgesucht hast. Ist die Geschichte lang? Oh ja. Ja. Okay. Neuen Turm gebaut. Im Weg, Jungs. Da ist eins.
brauchen mehr von deiner Sorte. Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Ah, Munition. Tut mir leid. Nur noch 30 Sekunden. Irgendwie hat mich wieder die Wettkampfstimmung gepackt. Also habe ich mir einen Preis überlegt. Der Sieger der K.O.-Runde erhält Zugriff auf Level 3 Wände. Und der Sieger ist Penny und Kyle. Ein weiteres Unentschieden, meine Damen und Herren. Level 3 Wände für alle, die Bedarf haben. Du kannst
könntest jetzt wirklich mal einen Sieger bestimmen, Ray. Tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Na gut. Hey, nur so nebenbei. Falls jemand aus der Heimatbasis nach mir sucht und so Sachen sagt wie, ich brech Dennis die Daumen und zertrümmer ihm die Kniescheiben, oder behauptet, dass Dennis tolle Wetten Betrug sind, dann erzähl demjenigen, dass ich echt Schiss habe. Dennis, mach kein Wettbüro auf. Muss ich das extra betonen? Für solche Fälle braucht es Regeln. Willst du, dass ich Regeln aufstelle? Irgendwie sind sich alle einig, dass ich in einer strukturierten Umgebung am besten funktioniere. Grenzen geben mir Sicherheit oder so. Na schön. Okay, Dennis. Ich hab den mal mit Nachdruck verklickert, was Sache ist. Hab ihnen gesagt, hergehört Weibsbilder und Klugscheißer. Alles, was in dieser Stadt abgeht, muss von mir abgesegnet werden. Ich hab das letzte Wort. Und wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr bei den Fischen schlafen. Und dann hab ich in die Luft geballert, damit es auch alle kapieren. Und dann hab ich mich lange und ausgiebig entschuldigt. Hat sich herausgestellt, dass sowas die Leute in Wirklichkeit sehr verärgert. Jedenfalls brauchst du dich nicht mehr verstecken. Dennis? Wo bist du? Die Sensoren können dich nicht erfassen. Weiß nicht. Riesige Monster. Fehlentscheidungen und ich übernehme die Verantwortung. Dass er eine strukturierte Umgebung braucht, war echt kein Scherz. Wir werden dich retten. Suche nach Funkgeräten und kennzeichne jedes, das Dennis Notrufe empfängt.